Eigentlich heißt es ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Eigentlich. Ausgenommen war jahrzehntelang jedoch die Deutsche Bahn. Und das ist jeden Tag zu sehen und zu spüren. Fast täglich eine Panne nach der anderen und eine hohe Unpünktlichkeit. Doch die Manager des Staatskonzerns bekommen trotzdem Millionengehälter. Nun soll es eine Reform geben. Die Monopolkommission, die die Bundesregierung berät, empfiehlt die Zerschlagung der Deutschen Bahn. Damit würde es mehr Wettbewerb zugunsten der Schienennutzer geben. Außerdem wäre es ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel. Marode Schienen, endlos Baustellen, Verspätungen. Bei der Bahn läuft's nicht. Das fällt auch der Monopolkommission auf. Das Beratungsgremium der Bundesregierung sagt, zu viel Marktmacht, zu wenig Konkurrenz und fordert eine Zerschlagung der Deutschen Bahn. 80% der Verspätungen gehen auf die Probleme der Infrastruktur zurück. Wir wollen ein Unternehmen, das ganz auf das Gemeinwohl verpflichtet ist und dafür sorgt, dass wir endlich eine qualitätsvolle Infrastruktur haben. Die Deutsche Bahn beherrscht den Fernverkehr mit einem Marktanteil von 96%. Damit soll Schluss sein. Laut Monopolkommission könnten Schienennetz, Bahnhöfe und Energiesparte in einer Infrastruktur GmbH des Bundes gebündelt werden. Bei der Deutschen Bahn blieben Nahverkehr, Fernverkehr und Gütertransport. Die Idee, Konkurrenz belebt das Geschäft. Applaus von Fahrgastverbänden. Davon profitierten am Ende die Reisenden. Ein erhöhter Wettbewerb führt dazu, dass Unternehmen Druck spüren, sich permanent zu verbessern. Und dadurch können sie ihre Qualität, Pünktlichkeit, Komfort verbessern. Die Gewerkschaft der Lokführer dagegen macht sich Sorgen um Arbeitsplätze im Dienstleisterbereich. Die tarifgebunden sind und sehr gut sind. All das würde auf dem europäischen Markt frei ausgeschrieben, zu völlig anderen oder gar keinen Tarifbedingungen. Keine Sozialstandards. Verkehrsminister Wissing will schrittweise Reformen bei der Bahn. Zwei Konzerne aber nicht. Naja, wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir eine selbstständige Infrastruktursparte schaffen, aber das Ganze im integrierten Konzern. Wir wollen nicht die Bahn zerschlagen, aber wir wollen sie in ihrer Effizienz stärken. Für 2030 verspricht Wissing ein modernes Hochleistungsnetz. Den Fahrgästen bleibt nur warten auf Verbesserung. Aber warten sind sie ja gewöhnt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.